Unsere Schraubenfedern haben einen großen Nachteil. Sie verfügen über keine Eigendämpfung. Was das ist? Sie kennen vielleicht dieses kleine Spielzeug, eine Feder mit einer Figur oben, steht zu Hause auf dem Tisch, man ditscht sie an und nach einer halben Stunde wackelt sie noch. Keine Eigendämpfung. Übertragen auf unsere Karosserie, auf unser Fahrzeug, eine Katastrophe. Sie könnten damit gar nicht fahren. Ich muss also diese Schwingungen der Schraubenfeder dämpfen. Und ich habe noch einmal aufgelistet hier eine ungedämpfte große Schwingung, die irgendwann natürlich auch zur Ruhe kommt, und eine gedämpfte Schwingung, wo die Amplitude ganz schnell kleiner wird und nach kurzer Zeit die Schwingung aufhört. Die Schwingungsdämpfung erfolgt durch Schwingungsdämpfer. Die können mechanischer Art sein, so war das früher. Zwei Reibscheiben, die gegeneinander reiben. Die eine am Rahmen verbunden, die andere an der Radaufhängung irgendwo über Hebel verbunden. Diese Lösung gibt es schon lange nicht mehr. Heute verfügen Fahrzeuge über Schwingungsdämpfer, hydraulische Schwingungsdämpfer, die alle nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Und das möchte ich vorstellen. Ein Schwingungsdämpfer besteht aus einem Zylinder und einem Kolben, der mit einer Kolbenstange verbunden ist. Der Zylinder ist zum Beispiel am Radträger verbunden, die Kolbenstange mit der Karosserie. Im Kolben befinden sich kleine Bohrungen. Der Raum oberhalb und unterhalb des Kolbens ist mit Hydraulikflüssigkeit gefüllt und oberhalb der Hydraulikflüssigkeit haben wir ein kleines Gaspolster, was unter Druck steht. Wenn unser Fahrzeug jetzt einfedert, dann wird doch der Zylinder nach oben gedrückt, der Kolben bleibt stehen oder umgekehrt, das kann man so oder so sehen. Das heißt, Hydraulikflüssigkeit muss von dem einen Raum in den anderen strömen und das geschieht nur durch diese kleinen Bohrungen. Und die Bohrungen, die behindern diese Strömung. Das heißt, sie dämpfen das. Je nachdem, wie groß die Bohrungen sind, die ihr auch mit kleinen Ventilen steuern kann, sodass Zug und Druckstufe durchaus unterschiedlich gedämpft werden können. Und nach diesem Prinzip arbeiten eigentlich alle Schwingungsdämpfer. Wie wichtig sie sind, können Sie auch in Ihrer Werkstatt einmal feststellen. Und da rate ich Ihnen zu. Eigeninitiative haben wir schon mal angesprochen. Wenn Sie ein Fahrzeug haben, an dem Schwingungsdämpfer ersetzt werden oder die ausgebaut wurden, aus welchen Gründen auch immer, fahren Sie das Fahrzeug einmal auf den Werkstattboden, dass es steht. Gehen Sie an eine Ecke des Kofferraums oder der Frontpartie, drücken das runter und lassen es schnell los. Und Sie werden sehen, das federt noch einige Male hin und her, bis es dann auch zur Ruhe kommt, weil ja die Schwingungsdämpfer fehlen. Wenn Sie sich vorstellen, so etwas auf der Fahrbahn. Ich habe einmal einen Versuch gesehen auf einem Verkehrsübungsplatz. Da passierte genau das, was wir schon einmal angesprochen haben, Resonanzschwingungen. Das Fahrzeug hat sich aufgeschaukelt und nur weil ein professioneller Testfahrer am Steuer saß, hat er das wieder einfangen können. Also Fahrzeuge, Schraubenfedern ohne Schwingungsdämpfer, lebensgefährlich. Blattfedern haben Eigendämpfung, sind aber in der Regel auch mit Schwingungsdämpfern versehen, damit die Fahrstabilität komfortabel, aber vor allen Dingen auch sicher ist. Bei zu großen Schwingungen werden wir seekrank. Bei zu großen Schwingungen, die gar nicht nachlassen, verlassen wir den Bereich der Sicherheit und das Fahrzeug wird unkontrollierbar. Deshalb achten Sie darauf, dass Ihre Schwingungsdämpfer in Ordnung sind. Ölaustritt ist immer ein Alarmzeichen. Und der breite Bereich der Nachrüstung für die ganzen Tuning-Experten unter Ihnen, den will ich jetzt gar nicht ansprechen, weil da warten schon viele andere auf Sie.